soll passieren. Ich werde heute Blackbox grillen, heißt, ich weiß die Zutaten nicht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie das dazu kam. Nummer 2 hinter mir steht ein absoluter schwarzer Goldschatz, hätte ich beinahe gesagt. Oh, nämlich mal, raucht jetzt auch schon. Der neue Napoleon Phantom Prestige 500 und der qualmt hier oben noch, weil wir ihn gerade einbrennen. Der wird also gerade on stream eingebrannt. Kann er mal aufmachen, er ist noch neu und unbenutzt. Ja, ansonsten wird es nachher noch etwas geben, was wir so auch noch nie gemacht haben. Wir werden nämlich ein neues Produkt vorstellen, darauf eingehen, bla bla bla. Ich will dazu gar nicht genug sagen, nicht zu viel sagen. Heute hat die Community entschieden, was ich grillen werde. Und Hannes hat die Sachen eingekauft und in Zusammenarbeit mit Alex eine Blackbox gebaut. Da sind die Sachen drin. Oh, guck mal, der Grill hat weit über 400 Grad. Okay, jetzt sehe ich es auf dem Monitor, dann kann ich aufmachen. Och nee, ne Eier. Oh Leute. Och nee, Alter, ich hasse Eier. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Da ist ja auch noch ein bisschen Fleisch? Was verkramt. Gibt's auch Fleisch? Ja, das kommt gleich aus dem Kühlschrank. Ach so, okay. Guck erstmal da rein. Paniermehl? Ja, genau. Aprikosen? Perfekt, sehr gut. Dann haben wir Honig. Jawohl. Eier? Das ist das erste Mal seit langem, dass ich beim Auspacken keine Ideen habe, wollte ich gerade sagen. Ich kann dir eine Sache empfehlen, das wird natürlich schwierig, aber so eine Pflaumenkäse-Sahnesoße. Ja, das, oh ja, die ist sehr gut. Diese Sachen kommen sehr gut an. Das Format macht mir persönlich jetzt schon Spaß, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass hier so viel grünes Zeug rumliegt. Das hier irritiert mich so ein bisschen. Wir müssen ein bisschen unterhalten. Ne? Ich konzentriere mich jetzt ja, hier erstmal auf mein... Ja, das ist ja die Unterhaltung, dass du konzentriert Kartoffelschnitt. Du hast eine rote Zwiebel, das ist korrekt. Sehr gut. Ich darf auch bestimmt keine zweite nehmen. Zwei Knoblauchzehen. Ich habe dir drei reingelegt, weil die eine so dünn war, dass ich noch eine dünne dazu gepackt habe. Okay, ich gehe davon aus, dass ich auch nur die eine Zwiebel darf, ne? Ja, ja, natürlich. Na ja, klar, logisch. Okay, warte mal. Was mache ich jetzt mit diesen Galoschen hier? Die nerven mich noch ein bisschen. Ich bin total gespannt, wie ihr euch das Rezept gedacht habt, sage ich mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt was mache, wo viele sagen, ey, wie geil ist das denn? Ach, jetzt merke ich, ich brauche davon noch mehr. Ich merke halt gerade immer, und das ist mein Problem, ich kann ja mal abholen. Also ich habe schon Ideen. Roman, wir grüßen dich. Das hier habe ich so auch noch nie gemacht. Da wird es gleich interessant, ob das klappt, was ich mir vorstelle. Wenn nicht, habe ich schon mal ein Ding komplett in eine Pfanne gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Buletten grillst du dann, oder was? Weil wir wollen ja den Grill auch benutzen. Mensch, warte doch mal ab, was ich mache. Nee, ist ja gut. Es ist, war die Aufgabe, dass ich daraus was zauber. Jetzt mache ich was und krieg dafür Ärger, oder was? Nee. Das wäre jetzt noch eine Frage, die ich mir stelle. Oh, hier bappt schon alles fest. Tim möchte Alter, weiter lästern. Na bitte. Was? Oh. Ai, ai, Pizza, ich mach das Pizza, nie. Pizza, wunderbar. Ich werde hier nie einen Freestyle-Grill machen, da rede ich mich raus. Wenn ich dran bin, verbrenne ich mir vorher nochmal meinen Bauch und bin krankgeschrieben. Oder darf mich nicht bewegen. So einfach ist das. Also das, was ich euch jetzt sage, das sage ich wirklich nicht gerne, damit es auch nochmal lustig wird hier. Aber es funktioniert nicht, was ich mir vorstelle. Woran hat es gelegen? Scheiße. Das Pflanzenöl, das ist kein Pflanzenöl, das ist Apfelessig, Freunde. Hier war die Frage nach Pflanzenöl, das hier ist Apfelessig. Ja, Pflanzenöl habe ich sofort genommen, aber leider ist mir es auch verwehrt geblieben. Deswegen merke ich gerade, dass die Idee mit den Bratkartoffeln nicht die beste war. Ich will ehrlich sagen, ich hätte keine Ahnung, was du hier hättest machen sollen. Mit nur Olivenöl und dann Kartoffeln und so. Und auch das Hackfleisch da und Bacon. Mit Salz mache ich schon mal nichts falsch, außer dass die Patina von der Pfanne im Arsch geht. Ich hätte eine Idee gehabt. Du hättest natürlich erst reichlich Bacon auslassen können und im Bacon Fett Bratkartoffeln schwenken können. Bacon kommt noch. Weil der verliert ja viel Fett. Ist eine gebutterte Gusspfanne ein Utensil. Feinstaub, ach, ich hatte ich entlarvt. Ja, diese Pfanne, 14,95, tipptopp. Lass ihn mal riechen. Ja, riecht nach Kartoffeln. Riecht gut, ja. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Also ich habe hier das Fleisch. Hauptsache, es ist kein Clip. Frikadellen kann man ja auf zigtausende Arten und Weisen machen. Boulette, Fleischpflanze, Frikadelle, Frikadunse, Pastaloete, Rapatizumba. Ihr wisst die ganzen Begriffe, die es so gibt. Ich bin großer Freund von Rapatizumba. Alex, Klassiker. Hierfür bräuchte ich irgendwas, wo ich es abfüllen kann. Ja. Und ich brauche später noch eine größere Schale. So, jetzt machen wir mal folgendes. Ist das jetzt das wie in meinem Ü-Ei, ne? Müssen wir mir vorher mal schütteln. So. Numero uno. Jetzt ist es so, hier waren noch Aprikosen und ich dachte eigentlich, die wären getrocknet, dann hätte ich was anderes gemacht. Die sind aber jetzt frisch gewesen. Ich habe erst überlegt, ob ich die später noch verarbeite. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, sie mit ins Hackfleisch einzuarbeiten. Warum? Deftig und süß ist für mich eine coole Komponente. Komposition. Schade, ich hätte ja klappen können. Hast du mir zugehört, was ich gerade gesagt habe? Ich habe selber auch vergessen. Du weißt, woran das liegt? Weil wir uns ständig gegenseitig unterbrechen. Und diese Art der Kommunikation ist in meinen Augen eine sehr unhöfliche Form. Na gut, ich sag trotzdem nochmal einen Auftragskiller. Sascha hatte ich, glaube ich, vorhin vorgelesen. Frikadunsen sind Handarbeit, meine Damen und Herren. Nicht so viel. Weil ich will die Süße nicht übertünchen mit dem Rauchgeschmack. Das Tintenfisch-Desaster, also der Sepia-Tunfischfall, der hat sich ja durchaus auch komplett eingeprägt.
Mach mal hinten die Pfanne auf, ich beeile mich jetzt. Aber nett. Brauchst du da Öl drin oder willst du erst Bacon auslassen fürs aber Fett? Weißt oder? Du, was zu den Dingern auch Senfpasta gut zu. Achso, ja, Frikadunsen mit Senf. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Ja, stell dir mal vor, du würdest jetzt. Und wisst ihr auch, warum? Einfach so einen langweiligen Senf. Senf? Okay, ich liege was. Ja, es ist leicht scharf. Jetzt bist du hier dran, du Vogel. Ich glaube, hitzetechnisch sind wir auch beim Olivenöl gerade so am Rauchpunkt angekommen. Habt ihr schon mal so eine Frikadelle gesehen? Nee, natürlich nicht. Oh, die sehen gar nicht schlecht aus. Das ist das Spannende an dem Format. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich die Zutaten hier ausgedacht haben, damit nicht was völlig haben. Anderes sich überlegt hatten als Rinderfrikadellen mit Aprikose drauf. Das ist doch ein Thumbnail. Das ist doch das Thumbnail. Das hat doch noch niemand gesehen, sowas. Das riecht sehr gut. Leute, macht auf jeden Fall mal einen Screenshot. Ich sag mal so, das kann man auch ruhig mal auf Instagram teilen, damit die Reichweite einfach extrem bei uns steigt. Versteht ja, ihr? Jetzt, wo du es sagst, fällt mir da seid auch auf. Ihr mal gefragt. Ey, weißt du, wie das ein bisschen riecht? Soll ich umschalten? Wie in eine Sauna. Naja, klar. Stimmt, ja, ey, ohne Scheiß. Ja? Sauna-Frikadunsen. Das ist ein Sauna-Frikadunsen. Ja, schalt ruhig mal um. Das wissen die meisten ja nicht. Aber ich bin ja ein alter Saunameister. Danke, Johannes, für Schließen des Deckels. Du bist echt gut heute. Wirklich on point. Und Alex hat sie eingekauft, wir haben sie reingepackt, die Zutaten, und Julian wusste bis Streambeginn nicht, was auf ihn zukommt und hat jetzt Freestyle was draus gemacht. Es gab auch eine Rezeptidee, die sich die Jungs und Mädels ausgedacht haben, die hat Julian eventuell getroffen, eventuell nicht, das werden wir am Ende auflösen. Und er macht im Prinzip Freestyle aus allen Zutaten, verschiedene Dinge, er hat hier drin Sauna-Frikadellen, es sind Rosmarin-Frikadellen mit Aprikosen, hat schon Bacon ausgelassen, Bratkartoffeln angefangen, boah, Zwiebeln schmeckt schlecht. Da muss aber angeschwitzt, ja. Ui, da muss aber noch reichlich von Honig rein. Oh. Lalala, muss ich halt ein bisschen durch das Grünzeug durchwursteln. Gut. Kannst du den mal abwaschen? Oh. Alter, was hast du jetzt gemacht? Warum? Genau, was hast du jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, hab ich mich gefeiert gerade. Ja gut, kaum wird der Grill warm, da fliegen schon mal die Seitenteile ab. Habe ich eine Schraube vergessen? Das wäre doof, weil wir haben ein Aufbauvideo, eine Anleitung gemacht. Ich sag mal so, dann klappt das eine oder andere Seitenteil bei dem einen oder anderen auch nochmal runter. Der hat hier hinten nicht ein, guck mal, da. Ich muss, oh, warte, Helligkeit. Ja, er ist halt Ingenieur. Ne, deswegen prüfe ich es ja gerade. Jam. Die sehen aber gut aus. Hier, jetzt ist er drin, warum auch immer. So. Channel ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das hier ist tatsächlich meine Interpretation eines Chefsalates heute. Ey, der sieht doch gut aus. Natürlich. Salt and Pepper oder was noch? Salt and Pepper habe ich schon drauf. Ach geil. Hammermäßig doch. Und jetzt, die Frikadunsen, die Aprikosenfrikadellen, die in Wirklichkeit Sauna-Frikadellen heißen. Also Frikadellen anzurichten, da geht's doch schon los, meine Damen und Herren. Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Salatdeko wieder haben. Ist das so 80er? Ja, ja. Ich find's klasse. Ich hoffe, es gefällt euch. Ohne Scheiß. Es war ein Freestyle-Gerät. Ich wusste nicht, was heute auf mich zukommt. Das ist das, was bei rausgekommen ist. Ich hoffe, ihr würdet es essen, tatsächlich. Okay, ich überprüfe jetzt nochmal. Apfelessig, Aschette, Balsamico ist drin. Kartoffeln haben wir da. Bacon ist drin. Zwiebel ist drin. Ein gekochtes, ein rohes Ei ist drin. Du hättest jetzt noch beides einmal über. Ist in Ordnung. Rucola ist drin. Die Salatkerne sind da. Cocktailtomaten sind da. Du hast ein Vinaigrette gebaut. Du hast tatsächlich alles benutzt, ne? Geil. Trommelwirbel. Gebt den Senf frei. Ey, werd aus. Ausrasten. Warte, ich schwör's euch, ihr werdet ausrasten, weil wer uns lange verfolgt, wird jetzt denken, what the fuck, wie haben sie das hinbekommen? Gibt's noch nicht im Shop, es wird erst nächste Woche im Shop freigegeben, aber ab Freitag Mittag kann man sich auf die Warteliste für dieses Produkt setzen. Und ich habe es vorhin einmal im Chat gelesen, es ist eine... Und zwar ist sie die Chili-Cheese-Sauce. Das ist die Chili-Cheese-Sauce, Leute. So, liebe Leute. Und ich hole jetzt mal einen Löffel, dass wir die auch mal rausholen können und auf Frikadunse schmieren können. Und Leute, ich schwör's euch, das war das war so ein krasser Aufwand. Wir sind einfach super, super, super happy. Es ist wirklich die Chili-Cheese-Sauce, weil eine Chili-Cheese-Sauce muss ja nach Käse schmecken und diesen ich will da gar nichts viel erzählen, das ist einfach nur noch krank. Wir müssen gleich noch mal einen kleinen Geschmackstest machen, also ich muss ihn auf jeden Fall noch mal machen. Es ist nur noch krank. Also es ist kein Senf, es ist wirklich eine unfassbar geile Chili-Cheese-Soße. Die hat auch eine schöne Schärfe. Die einfach, ja, keine Ahnung, dieser Geschmack, dieser Käsegeschmack. Wer ein extra long Chili-Cheese mag, und diese Soße nimmt und den nachbaut, hat ihn. Mm. Es ist wie bei der Burger and Ribs McRib, es ist der Extra Long Chili Cheese. Ja, nur dass dann beim Extra Long kommen noch diese eingelegten Jalapenos mit drauf, ne? Genau. Aber hier sind Jalapenos drin. Das Ding ist halt, diese kleinen grünlichen, die du da siehst, aber natürlich kannst du noch welche drauflegen, so, ne? Extra Long, da sehe ich mich. machst du noch einen Teller oder ich mach noch einen Teller, fertig. Ey, es ist so geil, ohne Scheiß.
Es ist wirklich total geil. Da sind wir auch richtig, richtig stolz drauf, ne? Weil das so eine Soße zu bauen ist halt wirklich nochmal dreimal so aufwendig. Ja, ich bin auch, hab gerade gelesen, eine gute Käsesoße zu finden, ist echt schwer. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Das war tatsächlich nicht leicht. Auch das Thema Abfüllen, Haltbarkeit und so weiter ist hier eine andere Hausnummer als bei einer klassischen Barbecue-Soße. Auch dass die dann erstmal zumindest nicht gekühlt gelagert werden muss. Auch das ist hier sicherlich eine andere Hausnummer. Bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Oh, den Salat, Alter, den gönne ich mir doch mal. Der sieht so gut aus. Ist deswegen so schwer, weil du die nicht haltbar machen kannst. Also man kann nicht, die muss normalerweise ja immer gekühlt werden. Wir wollen halt keinen riesen Blödsinn in unseren Soßen drin haben. Und deswegen ist dieser Prozess, dass man die so haltbar bekommt, wie sie jetzt ist, der hat uns Nerven gekostet. Und wir haben tatsächlich mit Experten uns beraten, besprochen. Und das über ein halbes Jahr hat das gebraucht, nur um die Haltbarkeit herzustellen. Und die Idee ist entstanden, nachdem wir früher unseren McRib-Burger gemacht haben und ihr die McRib-Soße so gefeiert habt. Da haben wir diese Burger and Ribs, das ist ja diese McRib-Soße. Und da haben wir so viel Feedback bekommen, dass alle so diese Chili-Cheese und voll geil. Dann haben wir gesagt, okay, das wird eines Tages der Fall sein. Und deswegen ist es halt richtig geil, jetzt zu sehen, dass die hier vor uns steht. Das wird, also die hat jetzt insgesamt von der Größe her, die sind alle relativ so in 300, also dieser 300 Gramm Füllmenge. Und hier ist halt so, dass wir gesagt haben, das ist eine gute Größe, wo du mit dem Löffel noch reinkommst. Das war auch so ein Thema, ne? Wie muss die Öffnung sein und so weiter. Voll geil übrigens, mit Salatkern, mit Rucola, mit Ei, bisschen Cocktailtomate. Ich kann nur sagen, danke für den krassen Support. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand das Gericht auch selber nicht schlecht. Ja, war gut. Es ist auf jeden Fall hammermäßig. Hat richtig Bock gemacht und können wir gerne so wieder machen. Nächste Woche wieder Synchrongrillen. Genau. Und damit sind wir raus.